Land unter im Paradies. Die Erderwärmung heizt den Klimawandel an. Ein Dokumentarfilm erzählt von den Folgen für Mensch und Natur. Herzlich willkommen, liebe Zuschauende, zu Titelthesen Temperament. Der G7-Gipfel in Elmau, die Climate Change Conference in Bonn, der bevorstehende UN-Klimagipfel in Paris. Das Jahr 2015 steht ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Er ist da. Der Klimawandel. Abstraktes Wort, abstrakte Zahlen. So richtig jedenfalls kriegen wir ihn nicht mit, den Klimawandel. Noch nicht, mal ganz abgesehen von den paar Hitzewellen in Europa. Aber was ist mit den Menschen, die ihn schon jetzt am eigenen Leib spüren? In Thule und in Tuvalu, denen buchstäblich das Wasser bis zum Hals steht. Sie hören, wenn die Tiere kommen. Inuit auf der Jagd nach Narwalen. Das Wissen um die Natur ist Grundlage ihrer Existenz. Seit Jahrtausenden leben sie in dieser Eislandschaft, in Thule, Grönland. Doch dieser Ort im äußersten Norden hat sich radikal verändert. Früher konnte man hier erst im Juni oder Juli jagen. Jetzt ist das Eis schon ganze 3 Monate früher weg. Während im Norden das Festlandeis schmilzt, versinkt im Süden am anderen Ende der Welt eine ganze Inselkette im Ozean. Tuvalu, eines der kleinsten Länder der Welt und sehr flach, maximal 4 Meter über dem Meeresspiegel. Tuvalu steht das Wasser bis zum Hals. Ich habe Angst, dass uns noch etwas Schlimmes zustößt. Tuvalu im Pazifik, Thule in Grönland. 20.000 Kilometer Entfernung. Ein gemeinsames Schicksal, der Klimawandel. Die Menschen hier leben ihn bereits. Was wir immer hören, das sind Berichte über die Erderwärmung mit Kurven und Daten und so weiter. Aber was ich nie gehört oder gesehen habe vorher, das war, was heißt das eigentlich für Leute, die das konkret erleben? Von ihnen erzählt der Dokumentarfilm Thule Tuvalu eindrücklich, von Kai Pati etwa. Er hat die Welt gesehen als Matrose. Von den Gefahren der Erderwärmung für seine Heimat Tuvalu hörte er erstmals, als er als junger Mann in Skandinavien anheuerte. Damals wollte ich das zuerst gar nicht glauben. Aber dann sah ich das Eis am Polarkreis und fragte mich, wenn das schmilzt, wo fließt bloß all das Meerwasser hin? Hierhin zum Beispiel. Kai Pati erlebt, wie später die Gemüsegärten von Salzwasser überschwemmt werden. Anbau nicht mehr möglich. Gleichzeitig bleibt der Regen gefährlich oft aus. Tuvalu muss Wasser beziehen aus dem 5000 Kilometer entfernten Australien. Jede Familie erhält rationiertes Trinkwasser, ein Balanceakt. Jetzt leben die in Zuständen dort, in Bedingungen, die jeder von uns, jeder, der diese Sendung sieht, ablehnen würde. Das würde niemand von uns akzeptieren, wenn wir nicht wissen, ob morgen unsere Kinder frisches Wasser zu trinken haben. Zur gleichen Zeit in Grönland. Tauwetter. Viel zu früh. Rasmus schafft es nach der Jagd kaum noch über das Eis. Die Beute nach Hause bringen, das Jagen überhaupt, Lebensgrundlage und Identität der Inuit, wird immer schwieriger. Wie sich den rapiden Klimaveränderungen anpassen. Viele fürchten, dass es ihnen dieses Mal nicht gelingen wird. Unser Leben verändert sich vollständig. Die warmen Zeiten werden zu lang. Wenn es so weitergeht, habe ich als Jäger keine Zukunft. Menschen wie Rasmus, ebenso wie die auf Tuvalu, sind kaum für den CO2-Ausstoß verantwortlich, der zur Erderwärmung führt. Die Suppe löffeln sie aus, schon jetzt. Auf dem Klimagipfel von Kopenhagen rebellierte Tuvalus damaliger Premierminister. Selbst 2 Grad Erderwärmung bedeuten Tuvalus Untergang. Wir wissen nicht, wohin wir flüchten sollen. Wir wollen nicht untergehen. Inzwischen kommen auch die Sturmkatastrophen häufiger. Zuletzt Zyklon Pam.
Der gestiegene Meeresspiegel, dazu der Wirbelsturm, für Tuvalu verheerend. Diese Bilder erreichten den Regisseur erst nach der Fertigstellung seines Dokumentarfilms. Jetzt bauen Sie alles wieder auf. Mit Sicherheit machen Sie das, weil die werden nicht die Hände in den Schoß legen. Nur mit welchem Gefühl bauen Sie das wieder auf? Mit welcher Aussicht? Kaipati wie die anderen Protagonisten des Films wissen um den Untergang. Sie beten, sie hoffen. Vielleicht bleiben ihnen noch ein paar Jahre. Aber ist das Zukunft? Klimawandel ist noch immer kein Asylgrund. Ein Skandal. Zum Auswandern aber fehlt den Tuvaluern das Geld. In ihrer Kultur spielte Geld nie eine Rolle. Sie lebten immer von und mit der Natur. Dieses Gefühl, an einem Ort zu sein, wo eine unglaubliche Kultur besteht, des Überlebens besteht, und man weiß, das wird verschwinden. Wenn sich das Klima weiter verändert, werden auch wir andere sein. Das erzählt Tule Tuvalu leise, in magischen Bildern, mit beeindruckenden Menschen. Nur wenn wir sie retten, retten wir uns auch selbst.